Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin Rabea Stampin' Up! Demonstratorin für Österreich und für Deutschland. Und heute wollen wir einfach mal zusammen basteln, beziehungsweise ich weiß noch nicht, ob ich die Kamera gleich mitlaufen lasse und dann nachher alles auf Schnellmodus. Ich bin mir noch ein bisschen unschlüssig. Ich will nämlich meine ganzen Restpapiere aufbrauchen. Ich habe hier ganz viel mit euch gebastelt und hier sind noch ganz viele Reststücke, die will ich verarbeiten. Unter anderem auch meine letzten Papiere und da werde ich dann einfach mal ein paar Karten basteln. Und dann zeige ich euch gleich mal einfach, was ich gemacht habe oder nehme euch mit. Ich bin mir noch ganz unschlüssig, aber ich drehe mal gleich die Kamera und dann zeige ich euch, ja, wie ich das Papier verarbeiten werde. Es werden wirklich ganz easy peasy Karten. Die könnt ihr auch super einfach nachbasteln. Und ja, ich werde euch gleich einfach mal zeigen, was ich mir in meinem Kopf so hin drin gedacht habe bei den ganzen Projekten, die jetzt auf mich warten. Es wird nicht nur eine Karte werden, es werden ein paar mehr. Und vor allen Dingen will ich die Reste loswerden. Ja, denkt dran, wenn ihr bis noch sparen wollt, so, genau, wenn ihr noch sparen wollt, denkt dran, vom 1.6. das Video, das verlinke ich euch nochmal hier irgendwo oben, da schicke ich euch das Materialpaket kostenlos zu, wenn ihr über einen Warenwert von 70 Euro kommt. Denkt immer noch dran. Bis zum 19.6. geht das. So, ich drehe jetzt einfach mal die Kamera und zeige euch einfach mal, was so in meinem Kopf drin ist, was ich machen werde. So, und zwar werde ich wieder mit dem Produktpaket Aufmerksam durch die Natur hier arbeiten. Das sind meine Reste, die zeige ich euch gleich. Ich habe mir jetzt hier die Farben ja alle rausgesucht. Beziehungsweise auch, ich habe jetzt extra nicht das Ringlicht angemacht, damit das nicht so spiegelt. Moment. Hier hinten stehen ja alle Farben drauf, die ihr braucht, beziehungsweise die dazu passen zu diesem Designerpapier. Und ja, ich werde jetzt mal gucken. Also ich habe hier noch ein paar Bögen übrig. Das sind jetzt die Farben, die ich herausgesucht habe. Aquamarin, Brombeermus, Boho-Blau, Wilder Weizen, Pfirsichcreme, hier ganz versteckt. Lagunenblau, Pfauengrün, das ist übrigens, ich glaube, das ist eins meiner Top-Farben. Terrakotta, Abendblau, Calypso, Petunienpink und Waldmoos. Genauso, die räume ich mal weg, weil dann ist das mit dem Ringlicht ein bisschen besser. Dann haben wir hier noch das Spezialpapier. Das weiß ich noch nicht, ob ich das dazu mit aufbrauche. Hier habe ich noch ein paar Schnipsel drin. Hier sind noch ein paar Kleinteile mit drin. Das eine große habe ich gar nicht angefangen bis jetzt. Das andere da hinten auch nicht, aber vielleicht wird das gleich beim Reste aufbrauchen vielleicht passieren. Dann habe ich mir gedacht, werde ich einfach mal mit den ganzen Sets arbeiten, die ich jetzt die ganze Zeit mit euch gearbeitet habe oder wo ich meine, das passt hervorragend dazu. Natürlich aufmerksame Grüße, das ist ja das Set, was dazugehört, das ist das Stempelset. Und so sehen die Stanzformen aus, die habe ich ja hier versteckt. Immer ja nach dem auch, was für Sprüche ich nehme. Das ist ja dieses Umgeben von der Natur, was auch wunderschön ist und auch so ein bisschen winterlich ist. Und hier sind auch die Blümchen, die ja nun gar nicht winterlich sind. Das kann man auch richtig gut verwenden ohne Winter. Auch das hier mit so einem Kranz kann man auch prima machen. Also ich bin gespannt, was ich gleich draus machen werde. Ja, das sind dann noch die Stanzteile dazu. Die habe ich mir auch eigentlich, meine ich doch, ausgestanzt. Ich finde das so schön, auch mit den Wäldern. Dann natürlich nochmal wieder friedliche Hain, weil hier habe ich noch ein paar Reste drin. Nehme ich gleich mal raus. Die kann man bestimmt noch benutzen. Und hier finde ich auch diese Blätter irre toll. Die passen auch hier eigentlich ganz zu, hier zu diesem Filigranzeug. Das ist so die gleiche Größe, deswegen passt es eigentlich relativ gut dazu. Die Sprüche ist eigentlich eher mehr so ein bisschen Trauer, aber mal gucken, was ich draus machen werde. Mit dem Set muss ich unbedingt ein bisschen mehr arbeiten. Es fehlt immer so die liebe Zeit, ne? So, das findet ihr online exklusiv. Das heißt, vielseitig verziert. Das sind einfach nur ein paar Stanzteile, mit denen man richtig gut arbeiten kann. Es sind so ein paar Basics, genau wie das hier. Basic mit Pep, das ist ja auch eins meiner Lieblingssets mittlerweile geworden und findet ihr auch online exklusiv. Genau, und dann habe ich hier noch die Stanze
Wäldchen. Die findet ihr sogar im Katalog. Ich glaube, das habe ich hier sogar noch markiert vom letzten Mal. Ja, hier oben, genau. Da findet ihr das. Kann man auch irre viel mitmachen. Habt ihr ja gesehen beim letzten Mal. Das habe ich mir hier noch markiert. Ach so, den friedlichen Hain. Ja, genau. Seht ihr, damit werde ich jetzt mal ein bisschen was basteln. Ich lasse einfach mal die Kamera wahrscheinlich mitlaufen, damit ihr seht, was und wie ich mir das zurechtdenke. Hier habe ich noch ein paar Stanzteile. Hier habe ich auch mal was ausgestanzt, wo ich dachte, das benutze ich. Vielleicht werde ich es einfach mal mit aufbrauchen. Noch ein Stück Restpapier, noch ein paar Kleinstteile, was ich mal ausprobiert habe, ob es mit den Farben passt. Basic mit Pep, die viereckigen Stanzform. Ja, genau, dann das friedliche Hain. Also hier, ihr seht, hier sind noch einige etliche Stanzteile übrig. Hier habe ich auch mal, das finde ich übrigens auch sehr schick, das Blümchen zerstört. Ja, genau, das ist ja eigentlich so groß. Und habe das auf diesem Spezialpapier gemacht. Ich finde, das sieht auch ganz nett aus. Das kann man sich hier auch irgendwo so mit zwischenklemmen zum Beispiel. Ja, da werde ich einfach mal gucken. Und dann habe ich ja jetzt hier noch ein paar Blätter übrig. Und zwar habe ich hier tatsächlich viermal sogar noch diesen Bogen. Den werde ich wahrscheinlich von dieser Seite benutzen. Obwohl das auch so schön ist, ne? Und dann habe ich genau hier nur noch einen von übrig. Da kann man auch super schnelle Karten mit basteln. Da habe ich ja noch zwei Bögen von übrig, obwohl beide Seiten so schön sind. Da haben wir ja diese Meereskarte mitgemacht. Auch sehr schick. Kann man bestimmt auch richtig toll was draus machen. Und das hier ist natürlich auch wieder prädestiniert für eine schnelle, easy-peasy-Karte. Das gleiche nochmal in Blau, finde ich auch richtig schön. Ach, das hier, ne? Das ist auch echt. Ja, da wird wahrscheinlich eine Winterkarte oder sowas draus kommen. Mal gucken. Dann habe ich hier viermal noch dieses. Da werde ich auch eine richtig schnelle, easy-peasy-Karte draus zaubern. Kann man sogar eine Unterwasserwelt draus machen, weil es sieht auch aus, als ob es hier unter dem Meer ist. Also, ja. Ich schaue einfach mal, was ich da habe. Dann habe ich hier noch dreimal dieses Papier. Von dieser Seite auch ultra schön, weil ihr könnt da nämlich, also zum einen könntet ihr mal sowas hier jetzt mit reinmachen und hier hinten so einen Baum oder die Bäume so in die Ferne reinstempeln. Ebenso gut aber auch dieses hier mit diesen Bäumen. Also ich werde gleich hier loslegen und ja, ich bin gespannt. Achso, von der Seite sieht es so aus. Das werde ich auch nochmal benutzen. Das sieht so nach diesem Pfirsichton aus oder halt nach Terrakotta. Schauen wir einfach mal, was nachher besser passt. Das zeige ich euch dann am Ende des Videos. Hier natürlich auch. Schwierig zu entscheiden, welche Seite man nimmt. Was haben wir hier noch? Ah ja, genau, das ist auch so schön. Ja, da habe ich noch ein paar Sachen übrig. Und hier habe ich noch ein paar Reste. Ich sage ja, ich bewahre immer alles auf. So, das ist ja unser Deckblatt. Und hier habe ich noch ein paar Teile, mit denen man auch sehr gut arbeiten kann. Das könnte auch so eine Düne sein. Hier Himmel, Sommer, Strand. Ein paar Muscheln reinstempeln. Oh ja, mir kommen schon sehr schöne Ideen. Und auf der Rückseite sieht es so auch mega genial, da einfach jetzt was in den Himmel reinzustempeln oder zu stanzen. Ich sage ja immer, eure Reste aufbewahren. Ja, also hier seht, ich habe wirklich viele, viele Reststücke. Einige werde ich vielleicht auch gar nicht verwenden. Man kann jetzt aus sowas zum Beispiel, wenn man sagt, ja gut, ich verwende das zum Beispiel gar nicht, nehmt ihr euch ein Stanzteil, hier zum Beispiel, jetzt zum Beispiel hier so einen Ast oder hier dieses Blümchen, setzt es rauf und dann habt ihr eine richtig schöne bunte Blume. Deswegen also immer aufbewahren. Ja, hier sind noch ein paar größere Reststückchen. Ja, da werde ich mich jetzt einfach mal dran machen. Sowas kann man zum Beispiel auf dem Boden der Karte machen oder einfach wieder was ausstanzen. Ja, ich will einfach mal jetzt meinen gedankenfreien Lauf lassen, gucken, was alles so zusammenpasst, was ich machen kann. Und ja, ihr seht es hier anhand des Schnelldurchlauf. Wenn nicht, spult einfach zum Ende hin. Und ja, ich mache mir jetzt einen Film an und lasse einfach die Kamera mitlaufen. Und dann sehen wir uns am Ende des Videos. Freue mich schon drauf, was ich alles hier draus werke. Also, bis später!
So, meine Lieben, also ich habe jetzt die Karten fertiggestellt. Es ist auch noch ein Tag vergangen. Und ich zeige euch gleich mal, was aus den Karten entstanden ist. Also ihr habt es ja quasi live mitgekriegt mit dem Schnelldurchlauf. Und ich zeige sie euch einfach mal und zeige euch dann gleich nochmal, welche Sets wir einfach benutzt haben. Und dann bin ich mal ganz gespannt auf eure Kommentare, welche ihr denn am besten findet. Also hier habe ich das so gemacht, dass ich hier mit dem Set, muss ich es mal hier alle drapieren, mit diesem gearbeitet habe. Also aufmerksame Grüße, hier die Stanzteile, hier ja das Papier dazu. Hier unten habe ich einfach einen Stempel genommen aus meinem Beach Day. Da ist er. Den habe ich dann hier nochmal in die Ecke gesetzt, dass da auch so ein bisschen was ist. So ein bisschen mit meinen restlichen Steinen, die ich noch aus der Celebration habe, die passierten, was weiß ich, Opale, Apakat, naja, ihr wisst, was ich meine. Und genau, das ist die erste Karte. Jetzt lege ich mal hier zur Seite. So, dann haben wir hier genau die, also die zweite, die so ähnlich aussieht, auch wieder mit dem Set. Hier die Blümchen sind ja auch hier hinten draus aus dem Set. Da seht ihr dieses Stanzteil. Was haben wir noch gemacht? Hier mit dem Band Basic Beige gearbeitet. Wieder die Libellen und Vögel, die findet ihr überall auf den Karten, weil ich finde, das passt einfach irgendwie zusammen, gerade auch mit diesem Hintergrund. Das sieht ja aus wie Schilf und da fliegt dann irgendwas rum. Und auch wieder mit den fassierten Opaken, wie auch immer die heißen. Kann ich mir nicht merken. Haben aber auch echt einen bescheuerten Namen, sorry, aber es ist so. Dann habe ich genau aus diesen Reststücken quasi viermal das Gleiche gemacht. Ich fand die irgendwie so schön, habe gedacht, ach komm, machen wir einfach das Gleiche draus. Deswegen lege ich die mal einfach übereinander. Die sehen ja sowieso alle gleich aus. Außer, dass ich hier einen Vogel hingeklebt hatte und da zwei davon. Also hier habe ich mit dem friedlichen Hain gearbeitet. Einmal mit diesem Stanzteil. Im Hintergrund habe ich auch mit dem friedlichen Hain gearbeitet. Und zwar mit diesem Buschblatt, Baum, irgendwas. Ich finde den wunderschön. Damit habe ich ja auch schon mal Karten mit euch gebastelt in drei verschiedenen Farben. Mal eins nach vorne gesetzt von den Farben, um immer wieder Unterschiede zu sehen. Und hier dieses Stanzteil, also die Stanzen findet ihr auch hier hinten drin. Und das mit den Blättern ist auch aus dem neuen Set. Aufmerksame Grüße. Da ist es drin, da gehört es auch rein. Das hatte ich ja einmal fälschlicherweise da weggetan. Genau, hier unten seht ihr das auch immer noch mal. Genau, das sind die Karten. Dann habe ich hier einfach mein Restpapier verwendet. Und zwar habe ich ja noch zwei übrig von diesen Streifen. Das sind diese hier. Das ist ja dieses Spezialpapier. Und das hatte ich ja mal gestanzt und wusste nicht, was ich damit machen sollte. Und habe das jetzt so verwendet. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut zusammen. Hier kann man dann immer noch den weißen Hintergrund mit durchgucken oder durchschimmern sehen. Finde ich auch sehr schick. Das sind auch wieder die aus der Celebration, die Pakete. Dann wieder natürlich die Vögel und Libellen. Und hier dieses Reh. Das ist aus dem Set Wäldchen. Das findet ihr auch alles im aktuellen Katalog. Da hatte ich hier hinten noch zwei Stanzteile übrig. Und die Blümchen, die sind natürlich wieder aus dem Set Aufmerksame Grüße. Hier auf Seite 75 findet ihr das hier oben, das Set. Damit haben wir ja viel gearbeitet. Und auf Seite 77 hier unten Friedlicher Hain. Natürlich mit Aufmerksam durch die Grüße. Das ist ja mein ganzes Restpapier. Ach so, da genau, diese Stanzen. Ich habe ja gesagt, ich werde das vielseitig verziert. Findet ihr online exklusiv. Das sind die Stanzen oder die Stanzform. Das findet ihr auch hier im Hintergrund. Das könnt ihr nur nicht sehen. Nö. Basic mit Pep. Da habe ich jetzt diesen Kreis genommen. Der passte perfekt natürlich hinter diesen Kreis hier. Hier auch Basic mit Pep. Genau. So, jetzt sind wir wieder auf einer. So, jetzt habe ich euch alles erzählt mit den Stanzformen, also mit den Sprüchen. So, dann habe ich mir gedacht, warum auch nicht das Set schön kombiniert. Benutze ich, glaube ich, viel zu selten. Ich habe es, glaube ich, zweimal oder so bis jetzt erst benutzt. Das findet ihr auch online exklusiv. Und da gibt es auch Stanzformen zu.
nämlich diese zwei, das habe ich immer noch nicht sortiert. Es sind auch nur zwei Stanzformen, ich weiß nicht warum, deswegen liegt es wahrscheinlich da dran. Das sind jetzt die Stanzen für die kleinen Sprüche, die ihr hier findet und die könnt ihr euch ja immer anpassen. Und hier könnt ihr halt, wie ihr das gesehen habt, entweder nur diese Umrandung stempeln oder die Umrandung stempeln und dann da reinstempeln mit der entsprechenden Farbe. Hier könnt ihr natürlich auch mega gut kombinieren. Da hatte ich jetzt aber keine Lust zu mit Fingerschwämmchen. Oder aber auch, wenn ihr euch das Innenleben von dem Danke nimmt oder von dem Dir, da könnt ihr dann auch einfach mit den Stampin' Write Markern die Buchstaben so anmalen oder halt versetzt anmalen oder schräg anmalen. Also irgendwie alles in Szene setzen und dann stempeln und dann habt ihr auch einen mega schönen Abdruck. Und das sieht aus, ja, als ob ihr da sonst wie drin rumgemalt habt, obwohl es ja einfach ziemlich easy ist, das einfach zu erstellen. Richtig, richtig gut. Genau, die Karten sehen so aus. Das sind ja die beiden Reststücke, die ich da unten verwendet habe. Hier habe ich jetzt einfach mal die große Stanzform genommen und die dahinter geklemmt. Ein paar Vögel. Das hier sind die... Die glitzern auch so schön in so, ja, könnt ihr das einfangen? Das sind so Diamantenoptik hier auch. Seht ihr das? Die findet ihr auch im aktuellen Katalog. Die wurden aus dem Mini-Katalog übernommen. Das sind hier hinten die Steine hier oben. Da seht ihr das auch nochmal, dass sie so ein bisschen, ja, funkeln. Mit so Eckchen, das ist genau wie mit diesen hier. Die sind ja auch so gemacht, dass sie, da könnt ihr mal eins, zwei Steinchen, die da funkeln. Ach, das sind das Vierecke? Ah, frag mich nicht. Irgendwie so. Ja, sieht auf jeden Fall mega, mega schön aus. Das sind die beiden. Das hier habe ich genommen aus dem Set. Umgeben von Natur, da habe ich einfach das gestempelt und ausgestanzt. Da gibt es auch eine Stanzform zu, diesen Rand hier. Ich stanze jetzt einfach aus. Ich war jetzt zu faul, aber ihr könntet jetzt natürlich noch, wenn ihr das mit den Stiften ausmalen wollt, könnt ihr zum Beispiel auch einfach die Blümchen hier anmalen mit den Stampin' Write Markern und die Blätter hier hinten in grün und schon habt ihr einen unterschiedlichen Farbabdruck. Hatte ich jetzt keine Lust zu, weil das war eh schon ganz schön spät nachher und ich musste ja am nächsten Tag arbeiten. Also gestern, heute, wir kommen schon ganz durcheinander. Und ja, genau, dann habe ich hier nochmal die Stanzteile hintergesetzt. Hier habe ich aus Versehen natürlich da auf diesen Flügel gestempelt, aber ist egal. Es ist ja jetzt quasi da drauf, sieht vielleicht auch gar nicht so verkehrt aus. Ja, dann habe ich das gleiche nochmal in grün gemacht, habe gedacht, irgendwie ist die Ecke hier unten so ein bisschen langweilig. Dann habe ich mir gedacht, nehme ich mir auch von Basic mit Pep hier mal die Eckstanze, da hatte ich ja noch zwei, drei Teile da und probiere das einfach mal aus und habe das dann einfach mit den Stempeln gemacht. Hier ist es, habe ich einmal die Blümchenstempeln genommen und einmal dieses obere Teil davon einfach abgestempelt und dann ausgestanzt. Bei dem eins hatte ich noch, genau. Das so ein bisschen, ja, das, es wäre Samstag zu schade, das einfach in den Müll zu schmeißen, weil es ja nicht größer, also es ist halt, ja, Restekarten basteln, ne? Was macht man drauf? Dann habe ich mir gedacht, auch man kann ja auch nochmal die Segel setzen und die Delfine mit reinsetzen, mit diesen, ja, Reststücken. Ich finde, das ist eigentlich ganz gut geworden. Da habe ich ja mit dem Set Under the Moon gearbeitet und auch die Wolken hier oben raufgesetzt. Ihr seht ja, das ist ein Fotopolymer-Stempel und der hat ja verschiedene Höhen und Tiefen, deswegen sieht das ja so schick aus. Ich mag das ja unglaublich. Und hier habe ich halt nochmal das Segelboot gesetzt. Das sieht ja aus wie im Meer und da oben ist dann der Himmel, hier unten das Meer und hier schwimmen halt die Delfine mit. Fand ich ganz witzig. Hier auch nochmal mit den blauen Steinchen gearbeitet. Dann habe ich das gleiche ja nochmal mit diesen beiden gemacht. Erst dachte ich ja, dass ich das da rein setze, weil das dann zusammenpasst. Aber es wäre mir zu viel Pfirsichcreme gewesen, das wäre zu hell. Und ja, deswegen habe ich es einfach umgetauscht. Das Grün mit dem Pfirsich und hier andersrum. Ich finde, das passt ganz gut. Ich finde,
dieses Stück hier nur mit der Pfirsichcreme, ich finde, das harmoniert so toll hier auch gerade mit den an der Ecke. Und jetzt habe ich ja hier noch die Libellen reingeklebt. Hier auch noch mal aus der alten Celebration die Steinchen verwendet. Ich habe ja gesagt, wir machen Restekarte. Hier dann ja wieder mit umgeben von Natur. Also ich hätte auch die Blümchen auch noch ausmalen können, hatte ich aber ganz ehrlich ja keine Lust mehr zu. Und habe hier das Grünzeugs ist mal wieder aus dem Set Friedliche Hain. Das sind diese Stanzteile hier, die einfach noch mal wieder in Moosgrün ausgestanzt, genau, raufgeklebt. Und dann, die finde ich auch mega schön, das sieht total nach Sommer aus. Ja, habe ich die Reststücke genommen und die einfach mal ein bisschen nach Sommer und Strand. Ich habe gedacht, so Düne kann man auch machen. Habe wieder mit dem Set Beach Day gearbeitet und habe nämlich hier oben den Spruch genommen, weil die Kästchen hier mit Basic mit Pep hatte ich noch. Und wusste jetzt nicht, welchen Spruch stempel ich denn da rein. Erst dachte ich auch, dieser wäre sehr schön dazu. Lass die Vergangenheit neidisch auf die Zukunft werden, aber der passte da nicht rein. Dann hätte ich halt noch ein extra Stempel, noch ein Etikett ausstanzen müssen, hatte ich keine Lust zu. Und du bist mir wichtig, war zu klein in meinen Augen. Deswegen habe ich mir gedacht, passt. Und mit dir so ist so vieles schöner, wollte ich jetzt nicht nochmal benutzen. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das so. Und ja, die Möwe habe ich jetzt hier oben auch noch mal reingesetzt. Und hier unten noch mal diesen kleinen Vogel, den findet ihr da, weil die Ecke so leer war. Habe ich mir gedacht, passt das bestimmt auch. Wieder mit dem Band von der Pfirsichcreme. Natürlich wieder die Vögel. Und das sind auch wieder die Steinchen aus der alten Celebration. Und das, ja, Schilfgras habe ich auch wieder aus dem Set Beach Day genommen. Ich finde, das passte so vom Himmel. Und mit Pfirsichcreme gearbeitet. Ja, das sind jetzt die Karten, die ich aus meinen ganzen Resten verbraucht habe. Ich habe jetzt hier 5, 7, 8, 9, 13, 14, 17 Karten gemacht. Für Reste schon nicht schlecht, oder? Ich habe hier jetzt noch mal ein paar Reste, die zeige ich euch. Das wären nämlich diese hier. Aber ja. Hier ist mir der Fehler passiert. Ich hätte es vorher anpassen müssen, das Papier. Das war nämlich bis hierhin leider viel zu groß. Und hier werde ich wahrscheinlich noch mal ein Lesezeichen oder sowas draus machen. Ja, und jetzt habe ich hier nur noch ein paar Kleinstteile. Die werde ich aber, glaube ich, erstmal zur Seite räumen. Hier habe ich noch ein paar Teile über, die ich nicht benutzt habe. Kommt fürs nächste Repertoire einfach wieder in die Box. Und ich wollte ja eigentlich noch mehr basteln. Ich habe ja gesagt, ich mache das Papier leer. Aber, muss ja ganz ehrlich sagen, ne? Ich hatte keine Lust mehr. Ne? Ich habe ja jetzt hier die ganzen Stanzteile verarbeitet. Und hier sind ja jetzt noch die ganzen Restpapiere, die ich übrig habe. Viel ist es ja nicht mehr. Aber ich hatte einfach keine Zeit, beziehungsweise keine Lust. Weil, wenn man so Reste verarbeitet, ihr habt es ja wirklich gesehen da im Schnelldurchlauf, ich finde, das hält auch immer mega auf. Deswegen habe ich mir auch einen schönen Film angemacht und habe den nebenbei laufen lassen. Dann kann man nämlich vor sich hin basteln und immer mal gucken. Und dann muss man sich noch ein Stempelset holen. Und ich finde, das frisst schon so viel Zeit. Da hatte ich keine Lust mehr. Ja, aber werde ich auf jeden Fall definitiv noch benutzen. Genau, das sind jetzt die Karten für heute. Also ich hoffe, dass euch das mal gefallen hat, dass ich euch hier mit auf meine Reise genommen habe. Dann seht ihr auch mal, wie ich das so ein bisschen mit meinen Ideen und wie ich das hier mache, so ein bisschen mitgenommen habe, wie ich so ein bisschen bastel. Und denkt dran, bis zum 19.06. könnt ihr noch sparen und dann kriegt ihr ja die Materialpakete von dem Video aus dem 1.06. von mir kostenlos nach Hause geschickt. Wenn ihr über einen Bestellwert ab 70 Euro oder ab 70 Euro Bestellwert, schicke ich euch das Material dann dazu. Verlinke ich euch, habe ich euch am Anfang des Videos nochmal verlinkt, genau. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gebracht und dann freue ich mich, wenn das heißt, wir basteln wieder zusammen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also macht's gut, ihr Lieben, bis bald!